Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video beim Kutschi Institut für Sprachwissenschaft. In diesem Video möchte ich euch ein paar Unterschiede zwischen dem gegischen und dem toskischen Dialekt der albanischen Sprache zeigen. Ein paar Videos dazu habe ich schon gemacht. Ich weiß nicht genau, ich glaube zwei Teile. Ich werde sie versuchen hier einzublenden. Ihr könnt euch die gerne angucken. Und in diesem Video möchte ich euch ein paar andere weitere Unterschiede zwischen den zwei Dialekten zeigen, die teilweise sehr anders sind, sehr unterschiedlich. Ich werde euch hauptsächlich Wörter zeigen und daran dann erklären, inwiefern sie sich unterscheiden, woher diese Unterschiede stammen, warum das so ist. Also ich will etwas mehr dazu erklären, damit ihr verstehen könnt, wie sich die Dialekte vielleicht entwickelt haben. Für Auto sagt man auf Gegisch im Kosovo Ker. Ker kommt aus dem Lateinischen, ich glaube Carros oder so heißt das Wort da, genauso wie Karre auf Deutsch. Oder auf Spanisch, in Kolumbien sagt man Carro, oder auf Englisch Car. Diese Wörter, auch Ker, sind alle miteinander verwandt. Sie kommen aus dem Lateinischen ursprünglich. Auf Albanisch in Albanien sagt man aber nicht Ker, auch nicht im Gegischen. Da sagt man Makin. Makin sowie auf Italienisch Macchina. Macchina und Makin, das ist eigentlich dasselbe Wort. Das heißt Auto im Albanischen Albaniens. Für Winter sagt man im Gegischen, nicht nur im Kosovo, Dimën mit einem N am Ende. Und auf Standardalbanisch, auf Toskisch, sagt man Dimër. Da ist ein R am Ende, ein R. Dimër, Dimri, der Winter, auf Gegisch Dimni mit einem N. Die gegische Form ist älter, archaischer, die hat sich immer noch bewahrheitet, das wird immer noch so gesagt im Gegischen. Aber Toskisch, die toskische Varianten, Varietäten, Dialekte haben ja einen Wandel durchlaufen, das hat sich dort geändert. Das N in vielen Positionen, in einigen Wörtern, hat sich zu einem R entwickelt. Aus Dimën wurde Dimër oder auch, wenn man zum Beispiel Fuchs sagt, aus Welpen, so heißt es auf Gegisch, wurde Welper mit R am Ende im Toskischen. Und diese toskischen Formen wurden auch im Standardalbanischen übernommen. Für Erdbeere sagt man auf Gegisch Dredhes oder Erdbeeren im Plural Dredhsa und auf Standardalbanisch, auf Toskisch, sagt man Lulestrydhe. Das ist die toskische Standardalbanische Form, ein ganz anderes Wort. Auf Gegisch Dredhes. Für Tomate sagt man auf Gegisch im Kosovo zumindest, im Kosovo, vielleicht auch im Nordmazedonien, ich weiß es nicht genau, im Kosovo auf jeden Fall Patlidjan. Das kommt aus dem Türkischen. Auf Hochalbanisch, auf Toskisch heißt Patlidjan Aubergine. Und Aubergine im Kosovo, da sagt man Patlidjan Izi. Izi heißt schwarz, also schwarze Tomate eigentlich. Tomate auf Standardalbanisch heißt domate und das ist eigentlich das gleiche Wort wie das deutsche Wort Tomate. Es gibt noch ein anderes Wort in Shkoder, im dortigen gegischen Dialekt, da sagt man, glaube ich, molatart, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, ja, goldener Apfel. Oder war das Kartoffel? Das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Also, ich habe nochmal nachgeguckt. Molatart ist tatsächlich Tomate in Shkoder, im dortigen gegischen Dialekt. Es setzt sich zusammen aus Mol, Mola, Apfel und Teart. Das heißt golden eigentlich, also goldener Apfel. Man könnte vermuten, es ist eine Kartoffel von der Farbe her. Aber nein, es ist die Tomate. Für die Farbe grün sagt man auf Gegisch im Kosovo Everd. Everd heißt aber auf Standardalbanisch gelb. Wie kann das sein? Ja, das ist hat sich verändert im Gegischen, im Toskischen, auf Standardalbanisch. Im Gegischen ist die alte Bedeutung behalten geblieben. Das ist immer noch grün, so wie auch zum Beispiel in den lateinischen, in den romanischen Sprachen. Verde auf Italienisch, Spanisch heißt dort auch grün oder auch auf Französisch, Rumänisch, Portugiesisch und auch auf Gegisch im Kosovo. Everd heißt immer noch grün. Das kommt vom lateinischen Wort viridis. Und dort hieß es auch grün im Vulgärlateinischen, das ja zu den Zeiten der Römer gesprochen wurde. Und das hat sich im Gegischen erhalten. Nur auf Toskisch hat es eine andere Bedeutung angenommen. Aus grün muss dort irgendwie gelb geworden sein. Und deswegen heißt dort auf Standardalbanisch Everd
jetzt gelb. Für gelb sagt man im Kosovo auch esaret. Das kommt ursprünglich aus dem Türkischen. Es gibt noch andere Wörter für grün, und zwar ecelbert. Ecelbert ist auch ein albanisches Wort. Und es gibt noch das Wort yeşil, yeşile. Das kommt aber auch aus dem Türkischen. Für Kopf sagt man auf Gegisch krüe oder krü. Und auf Toskisch, auf Hochalbanisch, sagt man kok. Kok, krüe, das sind eigentlich Synonyme. Für Wassermelone sagt man auf Gegisch bostan, im Kosovo zumindest. Ich glaube, in Nordmazedonien sagt man auch karpuz, was ursprünglich aus dem Türkischen kommt. Bostan kommt, glaube ich, aus dem Persischen und ist auch über die Osmanen in die albanische Sprache des Kosovos gelangt. Auf Hochalbanisch, auf Toskisch, sagt man Shalci. Shalci kommt aber auch aus einer orientalischen Sprache, entweder aus dem Persischen, Arabischen oder Türkischen, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber genau, Shalci ist eigentlich auch kein ursprünglich albanisches Wort. Für was, also das Fragewort was, sagt man auf Standardalbanisch Çfar, Çfar. Und auf Gegisch im Kosovo zumindest sagt man Çka, Çka. In Nordmazedonien sagt man Gji, Gji. Was machst du? Gjibon. Und auf Gegisch im Kosovo Çkabon. Das heißt Çka, Gji, Çfar. Çfar und Çka werden auch oft zu Ça abgekürzt. Für nur sagt man auf Gegisch im Kosovo Veç, in Albanien auch Veç. Und auf Toskisch, auf Standardalbanisch sagt man Vetem, Vetem, Veç. Für Fragen, also das Verb Fragen, ich frage, sagt man auf Gegisch Mevet, Vet. Ich frage heißt dann Ves oder Veti. Da wird beides verwendet im Kosovo. Auf Standardalbanisch sagt man Pyes. Pyes, ich frage, das wird im Kosovo auch verwendet. Man sagt dann aber Pys, also ohne E. Pyes, Pys, Ves, Veti, das heißt alles, ich frage. Für Zunge und Sprache, das heißt dasselbe auf Albanisch, da sagt man im Gegischen Gu, Gu. Und auf Standardalbanisch sagt man Gju mit GJ, Gju. Das kommt von der altalbanischen Form Glu, Gluha, mit GL. Das L ist dort weggefallen und im Gegischen ist Gu geblieben. Und auf Standardalbanisch Toskisch wurde daraus Gju mit J, Gjuha. Etwas Ähnliches haben wir beim Wort für Knie. Das heißt auf Gegisch Gu, G-U, Gu, mit nasalem U. Und auf Toskisch Ju. Und wenn wir sagen das Knie, dann heißt es auf Toskisch Juri, Juri. Und auf Gegisch Guni, Guni mit N. Da haben wir wieder den Unterschied wie bei Demon und Dimer bzw. Delpen und Delper. Für Ort oder Land sagt man auf Gegisch Van, Van mit nasalem Ä. Und auf Toskisch bzw. Standardalbanisch sagt man Vent, Vent mit D am Ende. Ich habe auch toskische Sprecher sagen hören Vön, Vön. Also daraus wurde dann ein Ö. Das passiert oft, wenn man nasale Vokale hat im Gegischen, dass daraus im Toskischen ein Ö wird, wie zum Beispiel auch beim Wort für Mond. Mond heißt auf Toskisch Hörn, Hörner, auf Gegisch Horn, Horner. Für Wald sagt man auf Standardalbanisch Pyl, Pyl. Auf Gegisch im Kosovo sagt man Mal. Mal auf Standardalbanisch heißt allerdings Berg. Für Berg sagt man im Gegischen im Kosovo auch ein anderes Wort, und zwar Bjeshk zum Beispiel. Bjeshket, die Berge, Malet, die Berge. Das wird auch als Berg manchmal verwendet im Kosovo, nicht nur wie Wald. Für das Fragewort wie, da verwendet man auf Albanisch im Kosovo Tschüsch, auf Gegisch, nicht nur im Kosovo, Tschüsch, und auf Toskisch Si. Das Wort für Milch ist auf Gegisch auch ganz anders. Da sagt man im Kosovo und ich glaube auch in Nordalbanien, in anderen gegischen Gebieten, Mazedonien, Montenegro, Serbien, da sagt man Tomel, Tomel. Auf Standardalbanisch sagt man Tschumisht, Tschumisht, Tschumisht. Das heißt dort Milch. Chumst auf Gegisch ist Kumst. Da haben wir wieder ein K vorne und kein Ch. Diesen Unterschied gibt es auch bei anderen Wörtern, wie zum Beispiel bei Lachen.
Ich lache heißt auf Standardalbanisch Cesh, auf Gegisch im Kosovo Keshi oder Kesh. Keshi, das heißt lachen, ich lache. Da haben wir wieder den Unterschied zwischen K und Ch. Ch ist normalerweise Toskisch und K Gegisch, älter. Ein letzter Unterschied, den ich euch zeigen möchte, ist das Wort Ei. Auf Gegisch im Kosovo sagt man da Voe, Voe oder Wo. Und im Toskischen auf Standardalbanisch sagt man da Ves. Das war auch schon alles, was ich euch in diesem Teil, im dritten Teil ist es, glaube ich, zeigen wollte. Weitere Teile werden folgen. Es gibt noch mehr spannende Unterschiede. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar, abonniert meinen Kanal. Ihr könnt mir auch auf Instagram und YouTube folgen. Dort heiße ich auch Kutschi Institut. Ihr könnt meine Bücher auf Amazon finden über meinen Namen Adrian Kutschi. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euren Support. Und wir sehen uns im nächsten Video beim Kutschi Institut für Sprachwissenschaft. Ciao, prosjedete.